Blinde und sehbehinderte Menschen haben im Alltagsleben mit vielen Erschwernissen zu leben. Lifte, Gehwege und Verkehrsmittel stellen Problemzonen dar. Wie man diese und andere Hindernisse erfolgreich beseitigt und Menschen mit Sehbehinderungen ein ungehindertes Alltagsleben bieten kann, verriet uns Dietmar Robert Janoschek vom Verein Freiraum Europa. Gebäude, Verkehrsmittel oder auch der Wohnbereich bergen für sehbehinderte Menschen viele Erschwernisse und Gefahrenzonen. Auf diese Erschwernisse macht Freiraum Europa aufmerksam. Barrierefreies Planen und Bauen heißt das Schlüsselwort. Wir sind eine zentrale Anlaufstelle für ganz Österreich und beraten öffentliche Stellen, Unternehmen und Privatpersonen, wie sie ihre Gebäude, eben ihre Ausstellungen, ihre Wohnungsbereiche barrierefrei gestalten können, altersgerecht gestalten können. Die Gesellschaft wird immer älter, Sehbehinderungen werden häufiger. Die Betroffenen stehen vor scheinbar unlösbaren Problemen. Die eigene Wohnung wird unbewohnbar, Adaptierungen und Umbaumaßnahmen sind zu treffen. Es gibt einfach Probleme im Zusammenhang mit dem Sanitärbereich, wo man einfach ganz schwer in die Badewanne reinkommt, wo man einfach sich überlegen muss, wie kann man in der Küche noch etwas arbeiten, weil die Arbeitsflächen, die Höhen nicht passen. Es gibt Stolperfallen, es gibt viele andere Probleme auch im Bereich der Pflege. Freiraum Europa hat sich die Barrierefreiheit zum Ziel gesetzt. Dadurch wurden zusätzlich auch Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen geschaffen. Barrierefrei versteht sich. Auch öffentliche Stellen konnten bereits barrierefrei gemacht werden, etwa der neu eröffnete Wissensturm. Ein Bodenleitsystem mit speziellen Fliesen führt zu den Schaltern, weltweit einmalig. Das Bodenleitsystem ist eine Weltneuheit. Es gab zwar bisher schon Blindenleitsysteme, zum Beispiel in Betonausführung oder in Granitausführung. Dieses Bodenleitsystem allerdings hier ist ein Bodenleitsystem, sind also fixfertige Fliesen, die man einfach bestellen kann. Und wir von Freiraum Europa haben hier gemeinsam mit der Firma Marazzi dieses Produkt entwickelt und auch hier im Wissensturm erstmalig eingebaut. Vor allem im Notfall haben es sehbehinderte Menschen schwer, das Gebäude sicher zu verlassen. Hierfür wurde eine Fluchtwegbeschilderung aus Metall installiert, die im Falle eines Brandes rasch den Weg aus dem Turm weist. Die Lifte verfügen über Brailleschrift und eine Tastatur, die auch Rollstuhlfahrer bedienen können. Eine Sprachausgabe ist integriert. Die weltweit erste Akustikboje zum Auffinden des Eingangs wurde in der Hypobankzentrale in der Landstraße installiert. Eine automatische Sprechanlage weist den Weg in die Bank. Sehbehinderte Menschen können dann ungehindert ihren Bankgeschäften nachgehen. Der Verlust des Augenlichtes kann das Leben eines jeden von uns treffen. Jemand, der später erblindet ist, wie die meisten Menschen eigentlich später erblinden oder eine Behinderung, ist ganz egal, ob das eine körperliche Behinderung oder eine Sinnesbehinderung ist, meistens später im Leben erhalten. Bei mir war es durch einen Unfall, durch einen Faustschlag auf die Schläfe und dadurch hat sich die Netzhaut abgehoben und ich bin dann dadurch leider innerhalb von einem Jahr erblindet. Und es leben ja in Österreich rund 20% der Menschen mit einer deutlichen Behinderung. Alleine sehbehinderte Menschen, stark sehbehinderte Menschen gibt es über 400.000 in Österreich. Gehbehinderte beispielsweise auch über 400.000. Vor knapp 2 Jahren trat das neue Bundesbehindertengleichstellungsgesetz in Kraft. Es verbesserte nicht nur den Diskriminierungsschutz, sondern sorgte auch für Verbesserungen in der Arbeitswelt. Diskriminierende Kündigungen sind seither einklagbar. Dennoch fehlt es noch immer an diversen Adaptierungen. Im öffentlichen Verkehr, am Arbeitsplatz, bei öffentlichen Stellen. Und um diese Anliegen wird sich Freiraum Europa auch in Zukunft kümmern, um die Lebensbedingungen von uns allen zu verbessern.